Hallo und herzlich willkommen zurück zu Boss Thunder. Wir sind mal wieder unterwegs im Realistik zusammen mit Clan Noaim. Huhu. Hallihallo. Huhu. Moin. Und Wüste. Yay. Ihr seht, ich bin total vorbereitet auf Wüste. Mein Fahrzeug ist grün. Wüstenkarten kann ich hier auf diesem Spiel nicht ab. Das ist so. Nee. Du bist die Oase, Mo. Aha. Bei mir wachsen Pflanzen aus dem Hintern. Yay. Dann wüssten wir immerhin, warum alle zu Mu wollen und töten. Soll ich Alpha cappen oder? Versuch mal. Ich bring mich hier oben in Position. Vielleicht habe ich eine Chance, dich zu schützen. Schnell genug sind wir ja. So, Realistik. Wie immer, unsere Ziele selber spotten. Okay, noch sehe ich. Da ist was. Auf 15 geradezu. Zwei Stück, drei Stück. Die haben mich bestimmt nur nicht gesehen, weil ich grün bin. Das wird sein. Das werden wir es gleich rausfinden. Wenn sie mich sehen, dann ganz klar. Hier ist 7. Oh Gott. Aber den will ich nicht. Den kannst du behalten. Ah ja, hier sehen. Aber da komme ich nie und nimmer durch. Ich hab hinten Schott Kaldalee, Motor brennt. Ja, direkt vor uns ist hier 7, ne? Nicht vergessen. Habe ich nicht erkannt, ich sehe keinen Sichtkontakt. Hab ihn nochmal getroffen. Toben halb leer. Boah, die nebeln ja wie Hölle da drüben gerade. Ist hier zerstört? Ja. Na, Kava, ne, Chieftain raus. Was mit dem IS-7? Ist er hinüber? Ne, der ist noch da. Ich habe hier Feindpanzer bei mir. Vor uns links. Okay, wo? Objekt 120. Noch, 120 irgendwo da sein. Nee, das ist bei mir, bei meinem Wrack, wo es brennt, da ist das Objekt. Ich bin drauf, wenn er sich bewegt, kriege ich ihn. Wenn er dir vorbei. Oh, nee, ja, da ist noch einer. Links daneben, ich komme nicht weg. Fahrer im Eimer. Das ist der. Das ist rückwärts gefahren. Ich markiere ihn auf der Karte. Ich habe mich zugenebelt, muss das reparieren. 120 ist, glaube ich, gerade abgefackelt. Ja, sieht gut aus. Okay, Artillerie auf meiner letzten Position, das ist gut. Kann ich hier erstmal in Ruhe reparieren. 35 Sekunden noch. Meine Kanone noch nicht hat helfen. Geschossen. Ist der Objekt 120 hinüber? Mhm. Aber der E7 ist hier vor uns noch, ne? Immer noch? Naja, ich habe nicht sterben sehen. Ja, die ISM ist immer noch da. Wird Zeit für einen Frontalangriff. Breitkeilformation. Das sind zwei, ne? Vorsicht, da steht dann Chieftain schon. Shot, Kaldale. Ah ja, dieses Mistding halt. ISM ist raus. Da nice. Aber dahinter stehen noch zwei in Verlängerung. Verlängerung sehe ich noch nicht rein. Ich glaube, sie sind da. Ja, direkt 12 Uhr vor mir. Vom Chieftain Geschützverschluss ist raus. Ich weiß nicht, was ich hier gerade beschossen habe, aber der hier vor mir hat auch keine Kanone mehr. Mehrfach, Booster. Ist raus. Das war der Chieftain. Dahinter? Nee, Schuss dahinter. War das. Der Chieftain ist noch da. Der ist auch raus. Und wo ist der Chieftain? Weiter in Verlängerung hinten. Der müsste ungefähr hier stehen. Da steht er. Rückschütze ist raus, Motorgetriebe ist raus. Okay, brennt. Hat sich angenebelt. Ich fahre rein in den Nebel. Mal gucken, ob ich ihn kriege. Da steht er, ich hab ihn. War er? Das war der, ja. Okay. Wir sollten ein bisschen ruhig machen, weil sonst sind wir genauso wie die davor. Und das will ich nicht sein. Ja, ich würde sagen, einmal links hoch auf die Anhöhe und dann gucken, dass wir nach Bravo rüberkommen. Ja, kann etwas dauern. Hab mich hier unten leicht verfranst. Oh, 12 Uhr vor mir. Zack. Oh Gott. Oh, mich zersieht hier gerade einer. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Ja, Revenge Kill. Ja, soll die Airplane. Ich habe hier so ein Problem mit so einem kleinen Flakgedöns, der nimmt mich gerade auseinander. Miniguns sind nicht schön. Ja,
Autsch. Oh. Das ist auf der Karte markiert gewesen, zwischen den Steinen. Ja, wenn aber er... Ich habe halt mit dem ersten Schuss durch ihn durchgesiebt. Der Fahrer ist halt tot, aber der Rest war noch da. Wenn er denn da rauskommt, dann kriege ich ihn, ist aber... Ist tot. Dahinter steht noch ein Gepard in Verlängerung. So, na, das ist ein Marksman. Die hässlichere Version vom Gepard. Okay, ich fahr mal zu B. Wieso habe ich den nicht getroffen? AMX-50 steht noch hier. Ich habe auf jeden Fall seinen Geschützverschluss. Shorty. Da wollte mich was bombardieren. Ja, ich hab dich beschützt. Danke. Kampf der verbundenen Waffen. Verdammte Meteor. Hat sich ausgemeteort. Der AMX-50 ist tot. Ich fahr mal Richtung Charlie rüber. Mhm, gib Deckung. Ich komm mit zu Bravo und mach dann dafür euch quasi Aerial Air Denial oder irgendwie sowas. Irgendwie sowas, ja. Wird schon richtig sein. Ich sperre den Luftraum. Er macht die Fliegenklatsche. Wenn das Ding noch Radar hätte, wäre so OP, ne? Oh. Deshalb hat's keins. Naja, toll. Von wo? Naja, hier hinten war A. Wow, wow, der Marksman. Ist gerade gespawnt, räumt mich weg. Ja, durch zwei Steine. Ja. Wo war denn der Convoy? Ist klar. Ach ja, er steht halt da hinten in seinem Bunkerchen und wartet einfach nur. Das ist ja, wie gesagt, hier, da. Ah, und hier ist auch einer. Ja, hier steht auch noch einer. Tschut, tschut. Kleine ja. Flak. Okay, C. Wollen wir uns C? Ah, ist drin. Nein. Oh, wer will wieder A zurückholen? Dürfte eine Flak sein. Nee, das dürfte wahrscheinlich der Schießstellen oder so sein. Ja, das Schotkaldallee müsste das sein. Das ist noch ein Schiefteil übrig? Oh je, das ist gut. Ich sehe ein feindliches Flugzeug, also ich höre es, ich sehe es, aber da oben ist es. Also hier soll irgendwo ein feindlicher Panzer sein, aber ich sehe nicht. Ja, BMP-2, danke. Läuft ja gut jetzt gerade. Das ist der Gegenangriff, ne? Können Sie sich sparen, ich bin jetzt gleich mal in zwei Tauchen unterwegs da. Ist vorbei. Ah, dann ist vorbei. Das Ding ist einfach 0 OP. Da steht einer. Flugzeug oder Heli? Ich hab das Meme gesehen, was du gepostet hast. Das Gift oder was das war. Aha. War auch witzig. Also ich bräuchte eben mal kurz Hilfe, weil... Ich da steht einer. Ich bin leider gerade bei Freige links. Freige, wo ist denn der? Der muss ja irgendwo vor uns hier sein, ne? Der BMP steht im Bravo drin. Achso, in Bravo. Beziehungsweise steht hier noch ein Convoy. Okay. T95 oder das ist auf jeden Fall mit Rakete. Ja, dann werde ich mal auf jeden Fall Heat laden. Ich sehe den Freipanzer. Komischer Ami-Panzer. Convoy ist raus. Okay, dann BMP in B. BMP2 steht weiterhin in Bravo. Na sicher. Wo ist der BMP? Wo ist der BMP? Das am Felsen gekuschelt? Der Gepard hat ihn. Okay. Ja, am Felsen gekuschelt. Gepard hat sich um ihn gekümmert. Er schießt HE, passt auf, der M60 schießt HE. Ich smoke in Richtung Alpha. Ja, das ist gerade kein Stück. Mu, ich würde vorschlagen, wir cappen Bravo und versuchen dann wir fahren mal zu Alpha. Lass uns Alpha holen. Der M60 steht da immer noch, aimt mich ab. Ja, ich weiß, der schießt HE, pass auf, fand ich raus. Wo ist denn der? Kannst du den nochmal markieren? Der steht circa da, genau. Alles klar. Ich führe kurz nochmal Besatzung nach.
Ich kann gleich nochmal genauer markieren, dafür muss ich aber erstmal näher ran. Ne? Ich versuche rüberzufahren, mal gucken, ob ich es überlebe. Na, warte kurz, bis ich die Deckung geben kann. Na, aimt mich wie gesagt ab. Wir sind gleich da, gleich da, gleich da. Alles gut. So ist markiert. Er steht oben und sieht mich nicht. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Das war ein Fehler. Danke. Guck nach vorne, Mo. Ich habe meinen Kollegen gefunden. Oh, ja, mach weg. Den Marksman. Den habe ich schon wieder übersehen. Das ist doch nicht wahr. Okay, da steht auch noch ein Chieftain. Party, Flugzeug incoming. Oh, oh. Chieftain, Kommandant, Kette. Oh, oh, Bombe. Warum müssen die überhaupt... Oh, ich brauche gar nicht weiterfahren. Ah. Chieftain ist tot. Ich gehe mit rein zu A. Ich habe jetzt noch einen TOW-Launcher. Das war's dann. Weißt du, ich habe in alle Richtungen geguckt, aber nicht nach hinten. Genau da, wo du bist. Und genau da war der blöde Marksman. Wir kümmern uns hier gerade drum. Zwei gegnerische Flugzeuge incoming. Oh nö. Nein. Geht weg. Geht weg. Mein Typ, mein Richtschütze kommt oben aus dem Ding raus, aus dem Panzer. Was soll ich denn da machen? Eins ohne Bomben? Da reicht es, einen Stein zu werfen vom Flugzeug, ey. Eins ohne Bomben, das ist nicht sonderlich gut. Ich glaube, ich sollte vielleicht doch erst als erstes den Gepard noch erforschen. Der Gepard ist super. Der macht aus allem, was irgendwie Flügel hat, Hackfleisch. Innerhalb von Sekunden. Aber es muss halt nah ran. Sogar von Helikoptern und die haben Drehflügel. Alter, das hat die Erfolge. Das ist ja immens, Alter. Wow. Das war... Voraus. Wir haben noch einen Chieftain hier stehen. Der ist tot. Na, na, weiter unten stand noch einer. Geschützverschluss, okay. Kommandant Rechtsschütze. Den sehe ich nicht. Ja, der steht, wie gesagt, den einen Stand weiter hinten. Ich kann nicht wirken, weil ich habe blöde Raketen. Da stelle ich mich mal auch neben den Stein. Hier fühle ich mich wohl. Aber das sollte es jetzt auch gewesen sein. Cupping. Oh, was war das? Ja! Liebster Rommel, so fühlt man Wüstenkrieg, nicht anders. Hätte er die Panzer gehabt, du. Er wäre wahrscheinlich anders gelaufen. Aber eine lustige Runde, hat mir gefallen. Soll nichts damit zu tun, dass ich Platz 2 bin. Aber, ja, war erfolgreich und kurzzeitig, weil wir halt nicht gecampt haben, konnten die nochmal zurückkommen. Es hat Spaß gemacht. So, das war's dann auch erstmal für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Vielleicht wieder mit Leopard A1A1. Mal sehen. Macht's gut, bis bald, Almo. Tschüss. Sag tschüss. 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 Auch im Mai 2019 gibt es wieder einige großzügige Spender aus der Herde auf tippi.com/mortality. Die Hüter der Herde sind Nikihi87 und das Eisenschwein 2. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Auch der Betreuer der Herde ist wieder vergeben an den lieben Erl. Dankeschön. Special Thanks gehen dieses Mal an Cyberdeck und Dr. Killer Joe. Dankeschön, liebe Leute.